Also hier drin sind Geschenke, die die beiden Künstler mitgebracht haben. Und was das ist, werde ich nicht verraten, weil ihr das jetzt erraten werdet, hoffentlich. Und zwar werden die das beschreiben und damit das immer enger einkreisen. Und derjenige von euch, der dann rechtzeitig das Richtige ruft vor allen anderen, der hat es gewonnen. Habt ihr es verstanden? Super. Vielleicht fangen wir mit dir an. Maybe we start with you, Lisa. So you try kind of circling around what you brought. Okay. And if someone guesses it, it will be his or hers. Okay, so I'll just give you the first clue. Guinness! You know, it's very hard to rap, Guinness. Hard to rap. It's not Guinness. There's my first clue. It's the first clue. So my second clue is, it is not in its original state. It fits in there. That's the third clue. I think you should invent that. You should invent frozen Guinness. On a stick, frozen Guinness. Dark stranger in the back. Okay, my next clue is you can get hard ones or soft ones, and this is a hard one. I don't contact know what that lenses. Means. Oh, contact lenses. Good guess. Here's strange here, gift, though. Here is a used packet of my contact lenses. Wow. No, that's the best guess, though. I'd like to give you the prize, but I don't know. Okay, my other clue is, I thought somebody would get it by now. I have given it to all of my friends and family, sometimes twice, when I forget that I've already given it to them. No. And when you gave it, it was in the original form, right? Yes, I would have always, I didn't realize that it was in this format, actually. Cookies. The reason why I would have given it in a version that my friends would understand, whereas I got a present more suitable to our current situation in Berlin. Oh no! Okay, I used to take one of these under my duvet when I was a small child. Sorry? No. I mean, and I used to, with a torch. Yes. A book, you said? That's the winner. Please come up. What's your name? Here. Hi. Victoria is the winner, and maybe you want to give it to yeah. me? Yeah, so this is a book. Hi, nice to meet you. So this is a book, in English, it's Let the Great World Spin by this man called Colm McCann. And it's my favorite book that I've read in the last few years. But now there's a German version called? Die große Welt. Yes. That's a good one. Thank you, I hope you like it. Für euer Geschenk wollten wir Matze zu Hilfe rufen, stimmt's? Ja, stimmt. Matze, unser Quizmaster, setz dich hier zwischen uns. Genau, nimm einfach. Yay, Matze. Yay. So, du darfst jetzt bekannt geben oder umschreiben, was hier drin ist von euch. Ich versuch's mal, ja. Ich brauche deine Hilfe wahrscheinlich. Also, ich fange mal an mit... Es ist was von gestern, also nicht von gestern, sondern von etwa, es ist ein bisschen länger her, dass es auf die Welt gekommen ist. Und ja. Das war wohl einfach. Also das ist ja unglaublich. Also, wir möchten es eben kurz noch korrigieren, beziehungsweise etwas herausschälen. Kannst aber schon hochkommen, ne? Also, genau. Bitte, das war jetzt. Komm, wir machen jetzt mal hier ganz eng.
Hier, setz dich doch dazu. Setz dich hin und dann hören wir uns das gemütlich an, was die zu sagen haben. Bitte sehr. Wie heißt du? Katharina. Hallo? Katharina. Katharina. Katharina ist die Gewinnerin. Hi. So. Katharina, wie fühlt man sich als Gewinnerin? Bisschen vorgeführt. Das gehört dazu, das ist das Showbusiness. So fühlen wir uns auch. Also wie gesagt, ich wollte ja noch kurz ein bisschen dran rumschleifen. Es ist nicht das erste Album, es ist die selbst aufgenommene allererste EP. Die klingt so ein bisschen unterirdisch hier und da und so. Aber es sind exklusive Songs drauf und Versionen drauf von Songs, die jetzt auf dem aktuellen Album sogar sogar auftauchen. Unter anderem, ja. Es ist ein absolutes Sammlerstück. Und vor allem, es gibt es ja sonst nicht mehr. Ne? Also die wird ja nicht verkauft oder so. Die ist im Archiv sozusagen verschwunden bei uns. Deswegen ist das was Besonderes. Morgen auf deiner Facebook-Seite. Bitte sehr, Katharina. Danke, Matze.